Willkommen zu diesem Video, in dem ich dir zeige, wie man Dezimalzahlen addieren kann. Ich rechne dir Beispiele vor und erkläre das Ganze und am Ende vom Video solltest du in der Lage sein, solche Aufgaben dann selbst zu rechnen. Damit du alles verstehst, bleib bitte auch bis zum Ende dran. Ich heiße Dennis. In meinen Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Webseite guterklärt.de bekommst du Mathematik und andere Schulfächer einfach erklärt. Kommen wir zum Addieren von Dezimalzahlen. Nehmen wir als Beispiel einmal 23,2 plus 15,3. Was ergibt das? Nun, um das auszurechnen, können wir die schriftliche Addition einsetzen. Dazu schreiben wir die beiden Zahlen untereinander. Also wir haben 23,2 plus 15,3. Wir schreiben das so untereinander, dass die Kommas auch untereinander stehen. Das wird im nächsten Beispiel noch einmal deutlich, warum das wichtig ist, aber darauf sollte man jetzt auch schon achten. Also die einzelnen Stellen stehen untereinander und zwar so, dass die Kommas untereinander stehen. Dann machen wir einen Strich drunter und rechnen schriftlich. 2 plus 3 ist 5. Dann haben wir hier das Komma, das sitzt dann an der Stelle auch im Ergebnis. Also hier Komma und unten drunter auch das Komma. Dann 3 plus 5 ist 8 und 2 plus 1 ist 3. Also 23,2 plus 15,3 ergibt 38,5. Also ist gleich 38,5. Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. 8,47 plus 2,3 plus 5,881. Auch hier nehmen wir die schriftliche Addition, um die Dezimalzahlen zu addieren und schreiben das Ganze untereinander. Ganz wichtig, wir haben hier eine verschiedene Anzahl von Stellen hinter dem Komma. Also zwei Stellen hinter dem Komma, eine Stelle hinter dem Komma und drei Stellen hinter dem Komma. Und hier muss man besonders darauf achten, dass die jeweiligen Zahlen mit ihrem Komma untereinander stehen. Also 8,47 ist die erste Zahl. So, dann 2,3, also Komma unter Komma, eine 2 davor, eine 3 dahinter. Und hier haben wir 5,881, also auch das Komma unter Komma. Davor eine 5 und dahinter 881. 881. Dann stehen, also die Stellen müssen jeweils untereinander stehen. Also die 7 und die 8 hier stehen untereinander und hier 4, 3 und 8 direkt nach dem Komma, die stehen auch untereinander. Genauso wie 8, 2 und 5 ebenfalls untereinander stehen. Das erreicht man, indem man Komma unter Komma schreibt und dann jeweils die Stellen danach untereinander. Strich drunter. Schriftlich addieren. Und zwar von hinten nach vorne. Und hier hinten haben wir nur eine 1. 7 plus 8 ist 15. 15. Also die 5 ins Ergebnis schreiben, die 1 als Übertrag. 7 plus 8 ist 15. Dann 4 plus 3 ist 7, plus 8 ist 15, plus 1 ist 16. 16. Also 4 plus 3 ist 7, 7 plus 8 ist 15, plus 1 ist 16. 6 ins Ergebnis, 1 als Übertrag. Wir erreichen das Komma, daher setzen wir das auch im Ergebnis. Und hier vorne noch 8 plus 2 ist 10, 10 plus 5 ist 15 und dann nochmal 1 drauf ist 16. 16. 6 ins Ergebnis, 1 als Übertrag und hier vorne haben wir nur den Übertrag, also die 1. Daher schreiben wir die 1 auch in das Ergebnis. Das heißt 16,651 kommt hierbei heraus. Du
du möchtest einmal selbst üben, wie man Dezimalzahlen addiert, dann schau mal unter das Video, da packe ich dir Übungsaufgaben hin mit Lösungen, mach dir einmal selbst, dann wirst du fitter in dem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du für das Video ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir.